So, Chester, du darfst dich ein bisschen ausruhen. Weil jetzt nehmen wir wieder Wett mit. Dann mache ich mal Pause. Jo. Tut gut, sich mal die Beine vertreten zu können. Komm, Wett. Und wieder auf Na Shada. Ups, falsche Richtung. Kann auch passieren. Das war doch hier vorne irgendwo gewesen, oder? Irgendwie, warte mal eben. Wo war denn das? Ich bin jetzt ein bisschen irritiert, ehrlich gesagt. Wenn ich mich recht erinnere, war es doch hier vorne gewesen, oder nicht? Haben wir nicht hier gesessen damals? Warte mal, ich packe sie mal aus. So, Wett, wo müssen wir hin? Dahin? Aufzug von Cadablis, Hangar. Hä, ich kann mich echt, also ich war echt der Meinung, die haben hier gesessen damals. Okay. Vielleicht täusche ich mich ja auch. Hoch hier. Schon besser. Na, lass es mal dahin jetzt. Schon besser. Nulilak Apajam Kamgam. Amka Nemnang. Ampa Nemnang Memua Inok. Raka Kemu Amkam Nemnu. Namgan Bak Umnok Kijak. Wie habt ihr mich gerade genannt? Nein, das ist nicht möglich. Laporam Amka. Mamni Nika. Nagnaya Mamni Kamgam. Gebt uns den Stern von Kala Un. Dann passiert auch nichts. Umno Kippum. Hab's gehört. Liebe Gabgamka, Gakyam. Glak Nimo Amya Galak. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Soll ich mich bedroht fühlen? Oder schief lachen? Cadablis, ihr habt mein Volk ausgebeutet. Unsere Artefakte gestohlen und zahlreiche Verbrechen gegen Twi'lek in der ganzen Galaxis begangen. Kamanehinga nakaka. Manalak laginapi kibaraka. Hässliche haben wir schon genug. Mem amak kupka kramanik umnuk kiga mayamak. Tja. Selbstüberschätzung, ne? Jetzt sind wir plötzlich tot. Mal sehen, was er jetzt sagt. Aber Janne Lama. Rogomnela. Mem Kirikam Komi Manek. Mem Yuka Halhal Krama. Nicknoga Nelalu Mem Nulak. Cadablis, ihr habt mein Volk ausgebeutet. Unsere Artefakte gestohlen und zahlreiche Verbrechen gegen Twi'lek in der ganzen Galaxis begangen. Umnuk Inumemnu, Amka Kammem, Perolak Palak. Gebt den Stern von Kala Un zurück und gelobt Besserung. Dann lassen wir vielleicht Gnade walten. Inik Maraka, Nayanaram, Kam Kalu Amka Manik.
Ich nehme mir jetzt den Stern von Kalaun. Wir können die anderen hier auf Nar Shaddaa treffen. Die sorgen schon dafür, dass der Stern ins Museum kommt. Zu den Twi'lek. Okay, dann haben wir jetzt mal den Stern schon mal. Dann wieder zurück. Ich war gerade nur ihm zu schnell gewesen. Von wem, mit denen ich hier sitzen und so weiter. Jetzt ist es der Fall. Okay. Sieh mal an, wen der Ackhund gebracht hat. Taunt! Leute! Und das muss die Sith Lady sein, die du als neue Ersatzschwester gewählt hast. Keine schlechte Wahl. Ich wusste nicht mal, dass mir eine kleine Schwester fehlte, bis ich Vett kennenlernte. Das schaffst auch nur du, einen liebenswerten Sith aufzutreiben. Sollen wir? Der Stern von Kalaun ist in dieser Kiste. Authentisch und unbeschädigt. Chiktahopa! Das will ich meinen. Das wichtigste Stück für den Stolz der Twi'lek. Gut gemacht, Vett. Du hast etwas wirklich Großes für deine Leute hier gemacht. Cha'amo, into otmangisa. Mitisa tabarena? Hier, das sind alle Credits, die wir zusammenkratzen konnten. Keine Sorge, wir bringen das Museum sicher dazu, uns etwas davon zurückzuzahlen. Oh nein, ich kenne euch, Leute. Ihr werdet nicht mal essen. Ihr müsst Ausrüstung kaufen, Bestechungen zahlen. Wir brauchen eure Credits nicht, oder? Nein, natürlich nicht. Ihr macht hier gute Arbeit. Investiert eure Credits lieber wieder in eure Mühen. Nicht unbedingt das, was ich von einem Sith erwartet hätte. Muss Vets Einfluss sein. Kunto Koroja. Nein. Ich habe einen Platz gefunden. Ich werde eine Weile da bleiben. Aber wir bleiben in Kontakt. Ihr habt doch aber sicher Zeit für ein Mahl, oder? Können wir einem Sith eine gute Zeit bereiten? Ja, sicher das. Niemand kann feiern wie ein Sith. Hignagumba. Stukasun Kanji Tavutaya. Ich habe euch vermisst, Leute. Ich werde mich melden, wann immer ich kann. Mach's gut, Liebes. Wir werden dich vermissen. Pass da draußen auf dich auf, Kleines. So. Das war eine kleine, nette Abwechslung auf jeden Fall. So weit. Jetzt sprechen wir mit Dirt Barras. Aufzug, warte mal. Bin ich jetzt falsch? Inquisitor? Agenten? Nee, echt? Schon wieder falsch. Das ist mir letztes Mal auch schon einmal passiert. Ja, da ist unser Schiff weg. Jetzt aber zu Dirt Barras.
So. Der Röhm und Karst, jetzt reisen. Okay, wird. Hier müssen wir lang. Der Bestimmungsort. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Das werden wir tun, unseren Aufenthalt genießen hier. Auch wenn er nur von kurzer Dauer sein wird. Ja, man kann mit Bett noch ein paar mehr Geschichten erleben, sag ich mal so. Genau wie das, was wir gerade eben erlebt haben. Und das werde ich jetzt auch so nach und nach mit einbauen, dass ich mal wieder ein bisschen mit ihr quatsche und dass wir dann wieder was für sie erledigen. Sag ich mal, oder was mit ihr zusammen erledigen, sag ich mal. Ne? Das geht aber auch nur mit ihr. Mit den anderen geht es nicht. Die haben keine eigene Geschichte, sag ich mal. Die hat nur Wett. Das ist bei den anderen Erstcharakteren, mit denen man zusammenkommt, auch der Fall. Es geht immer nur mit den Ersten, die man kennenlernt, sozusagen. Der hat dann auch mal eine eigene Geschichte noch, die man mit denen zusammen erleben kann. Was war das denn für ein Geruckel gerade gewesen? So, die Zitadelle. Das Herz des Imperiums. So, warte mal, ich glaube, wir haben da was zum Verkaufen, oder? Ich guck mal nach. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Schrott verkaufen. So, das war ja schlechter gewesen, ne? Naja, das verkaufen, okay. Leben Sie wohl. Huch, Kamera manchmal durch.